Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir haben noch ein Dungeon hier vor uns, bevor wir das vergessene Plateau verlassen können. Na? Und wir müssen jetzt in den Wald, der ist auf der anderen Seite des Plateaus. Ja, und da müssen wir jetzt nach Wild suchen. Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt, ne? Ich dachte ja, der Aufnahme ist für nur Geheimbarsch, aber meine Geschwister haben mir gesagt, es wird mit jedem Fisch gehen. Ja, die haben das Spiel gefühlt dreimal durch. Ne? Und die haben mir gesagt, ja, es geht mit jedem Fisch. Shitty und Wild. Also, ja. Sind wir jetzt wieder da, wo wir aufgewacht sind. Und ich wollte schon wieder den linken Stick drücken zum Rennen. Aber eigentlich war das ein nettes Tutorial so. Man lernt hier, wie man klettert, man lernt hier, wie man Truhen öffnet. Man kriegt den Schickerstein. Das ist ja gern hier iPhone 11 nennen, aus irgendeinem Grund. Ja, jetzt sollten wir so... Sollten wir so langsam zum Wald. Ich kann zum Glück mittlerweile abschätzen, wie viel Distanz da liegt. Zwischen mir und der Bombe, wir kriegen einen Bernstein. Okay. Ich hoffe, wir begegnen nicht zu vielen Gegnern hier im Wald. Ich muss sagen, die Tutorial-Area ist schon recht groß. Ey! Was soll das hier spacken? Alter, Ruhe! Waffentasche ist leider voll. Wir müssen hier nach Wild suchen. Sag mir bitte nicht, das kommt nur an Tag. Kann ich mir nämlich nur zu gut vorstellen. Ist recht ruhig hier. Scheiße, ist ein Gegnerlager, oder? Ich kann meinen Händengang hier nicht im Wasser. Scheiße. Das war's dann wohl mit dem. Junge, was machst du da? Jetzt sollst du mal den Bockstock nutzen. Haha, Headshot. Kick. Ja, für Bockbogen habe ich keinen Platz mehr. Wartet mal. Ich nutze zusätzlich Bomben. Aber selbst die bringen hier nichts. Oh. Es gibt
Gegner. Haha, Alter. Headshot. Es wird so langsam Tag. Ich nehme mal an, dass die ganzen Tiere, die da wild spawnen, die kommen am Tag. Auf jeden Fall haben wir das klug gelöst, würde ich sagen. Ich habe gemerkt, dass die Bögen irgendwie nicht so schnell kaputt gehen. Opal, nice. Also ich hoffe mal, dass es nice ist. Schleichklötzchen. Oh, Heilungras, geil, kann sich schön nach dem Part reinziehen. Na, für die volle Dröhnung. Ich brauche mal kurz die Axt. Ich glaube, so können wir die Kisten öffnen locker. Die Holzpfeile sind immer wieder nützlich. Ich frage mich, können wir mit der Axt auch so fette Bäume hier kaputt machen? Ja, nein, kann man nicht. War aber auch schon irgendwie klar. Nebenbei mich wundert, dass wir noch keine Crocs gefunden haben. Von den Dingern gibt es 900. Und wir haben noch keinen einzigen. Ich bezweifle, dass es hier noch keinen gibt. Gibt es safe welche? Es gibt ja wie gesagt 900, Alter, noch mehr Gras. Geil. Es wird so am Tag. Alter, das hat gerade ein bisschen gelaggt, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Mir habe ich das Gefühl, dass die Performance hier echt nicht gut ist. Wechsle aber mal die Waffe. Fickt euch. Ich will nur eure... Wo ist denn das Ding? Ja. Walter, normalerweise gibt es so Wildschweine und so. Ich würde mich auch stark wundern, wenn ihr schon Wild im Inventar habt. Habe ich schon Wild im Inventar? Nein. Noch so ein Monsterlager. Der trifft mich aus der Distanz. Oh! Oh, der hat mich erschreckt. Ja, war klar, dass der mich trifft, deswegen habe ich vorsichtig. Alter, hat der mich erschreckt. Ich war gemütlich am... Alter, mussten die mich so erschrecken. Holy shit. Wo sind die Pfeile, die ich verfehlt habe? Die Holzpfeile mal 5 wird auch gedroppt. Irgendwie gehen die Holzpfeile nie aus. Finde ich geil. Ich arbeite auch sehr viel mit Pfeil und Bogen. Ach, noch nur Opal. Scheint also doch nicht so selten zu sein, wie ich dachte. Ich nehme mal an, ich glaube, das sind so Wildschweine oder so, die wir jagen müssen.
Ich hab's nicht mehr hundertprozentig im Kopf, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber ich glaube, es war ein Wildschwein. Und ja, die Taube mag schon aufgehen, aber sehr schnell weg. Deswegen versuche ich mich ranzuschleichen. Falls es hier welche gibt. Müsste es aber normalerweise. Ich halte jetzt leider nur keine. Was ist das? Ivarok. Ich glaube, ich erinnere mich an den. Ich glaube, der brauchte Bombenpfeil. Womit hat er mich jetzt umgebracht? Mit dem kleinen Stupser, den der mir da gegeben hat. Alter, wir sind hier komplett hilflos. Boah, auf jeden Fall habe ich ihn damit schon fast gekillt. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine flexiblere Waffe. Oh, okay, haben wir den im zweiten Try geschafft zu besiegen? Man, da will man. Oh, ein Feuerschein, geil. Aber ich werde den Bogen jetzt auch mal zum. Beim Bogen werde ich jetzt auch mal zum Stechstamm wechseln. Und hier werde ich wahrscheinlich zum Bockstock gehen. Okay. Haben wir den Ivarok auch mal erlebt. Gibt, glaube ich, super viel auf der Welt, in der Spielwelt. Na, müsste auch einige Hinoxe geben, gibt es, glaube ich, auch. Ich bin mir halt gerade nicht sicher. Weil wir waren die ganze Zeit hier in der Nähe. Lol. Aber wir müssen jetzt echt mal Wild finden. Ich brauche kein gegrilltes Wild. Ich brauche kein Grillwild, ich brauche normales Wild. Ah, und sie hat echt kein Tier, what the fuck? Alter, ich will doch nur in den vierten Dungeon. Ich war tatsächlich von mir selbst überrascht, dass ich den Keks so schnell besiegt habe.
Ja, der droppt echt einige geiler Scheiß. Alter. Kann man die irgendwie bewusst triggern? Alter, ich bin halt ultra langsam so. Das ist noch nicht mal ein bisschen lang. Selbst mit dem Rennen bin ich irgendwie super langsam. Das laggt auch, wenn da eine Explosion zustande kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier überhaupt nicht löst. Ich triggere jetzt auch, dass keine Musik spielt. Alter, kann ich ja nicht mal so ein Drecks hier blicken lassen. Und ich find's krass, dass so ein starker Gegner jetzt schon am Anfang ist. Ne? Wieder hinten was? Darf ich natürlich mit Feuerpfeilen treffen oder mit Bombenpfeilen? Öh, das ist der alte Mann schon wieder. Sonst sieht man sich wieder. Siehst du das nicht? Ich bin gerade auf der Jagd. Ja. Nein, das müsste geflügelt sein. Ja, Geflügel ist kein. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre ein Wildschwein, aber nein. Alter, da muss ich so ein Noob, der überhaupt nicht mit Pfeilen umgehen kann, hier so ein Schwein erledigen. Hier gönnen wir uns noch gratis Chicken Nuggets. Aber trotzdem. Oh, haben wir es endlich bekommen. Ah, danke, hat ja nur Ewigkeiten gedauert. Ich glaube. Alter, wo waren die Hütte vom alten Mann? Alter, ich will nicht zum Wamudai-Schrein. Soll ich etwa zurückrennen oder was? Na schön, ich renn zurück. Wenn es sein muss. Wir haben jetzt 20 Minuten damit verbracht, Willen zu suchen. Dann können wir das jetzt auch noch machen. Oh gut, Schmetterling. Wenn wir hier jetzt ein Level Crossing, würde ich jetzt den Cacher nutzen. Ich würde nebenbei nochmal zu den normalen Bomben zurück switchen. Schleim und ein Bocklin. Wo kommen die jetzt? Alter, der Schleimkampf war den komplett random. Dass wir hier mal was anderes als Bockblins sehen. Naja, okay, wir hatten den Hinox. Nein, kein Hinox. Hieß ja. Egal. Wir werden den, denke ich, noch oft genug zu sehen kriegen. Mann, wo bin ich jetzt? Wir müssen halt zuerst die Kochstelle finden.
frage mich, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dort jetzt vom Plateau zu kommen, ohne die Dungeons zu machen? Gibt es da irgendeinen Bug oder so, der da existiert? Ich weiß, es gibt sehr viele Bugs in Zelda Breath of the Wild. Ne? Wundert mich aber bei dem Spiel der Größe ehrlich gesagt nicht. Mich hätte das Gegenteil tatsächlich eher gewundert. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich schon einen Fisch hatte im ersten Part. Ansonsten wäre das hier nicht so geil, glaubt mir. Alter, wo war denn jetzt das Haus von dem alten Sack? Das war doch hier irgendwo. Alter, jetzt ist die Ausdaueranzeige leer. Fick dich, Ausdaueranzeige. Da vorne, oder? Hä, nein, da war ein Lager. Das weiter oben, oder was? Hä? Wo ist denn das Lager vom alten Mann? Da. Bin auch da schon 10 Mal dran vorbeigelaufen, oder? Naja, jedenfalls. Brauchen wir Curry. Chili. Wir brauchen Fisch. Und wir brauchen Wild. Scharfer Grillteller. Oh yeah. Rezept, in dem du gekochte Gerichte in der Tat aus. Hey, jetzt ist der alte Mann da. Alter, mich würde jetzt interessieren, kann ich dir auch. Ich kann die einfach. Alter, voll die hin. Okay, der geht jetzt einfach. Oh Scheiße, das hat den jetzt komplett. Was war ich denn da eigentlich? Bin ich eigentlich komplett verblödet? Muss mich auf einfach nur da hochporten. Ich muss da nicht mehr hochklettern. Zum Glück. Alter, ich hab dem alten Mann voll das Face explodiert. Noch Pfeile. Ich werde das jetzt aktivieren, wenn wir dort oben sind. Ich würde ja gerne noch so einen Trunk machen. Das Ding ist aber, ich habe keine Fische mehr. Ich weiß, dass ich Leben verliere, aber ich warte ein bisschen. Warte bewusst ein bisschen. Habe ich ihn runterfahren lassen? Okay, jetzt würde ich den nutzen. Ja, damit das sich auch ein bisschen mehr lohnt. Ja, wir haben leider keine Kleidung, die uns das ermöglicht. So, den Bockbogen nehmen wir mal mit. Der wird auch aussortiert, sobald wir einen besseren haben. Okay, da oben müssen wir hin. Ich glaube, der Weg ist nicht zu lang. Der lebt noch. Okay.
fühlt sich halt echt unsicher mit nur 3 Leben. So, die Leben, ich glaube, dass man nicht Leben und ich glaube, man kann nicht Leben und das andere. Und das andere erhöhen, ne? Also aufs Maximale. Lila weißer Flügel. Okay, stimmt, wir kriegen hier auch mehr Sachen. Okay, hier hat mal jemand gelebt. Oh, Grillwild. Okay, wie komme ich denn da jetzt rüber? Warum nehme ich Stasis? Was ist das? Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, Alter. Ich hab das für einen Bernstein getan. Also ich muss mich ein bisschen beeilen. Der Schutz fügt nämlich nur noch eine Minute. Und ja, bis dahin will ich im Dungeon sein. Ich nehme mal ins Wasser, darf ich nicht rein. Ja doch, ich glaube sogar, man darf wirklich nicht ins Eiswasser rein. Alter. Weiße Schlammgelee kann man bestimmt irgendwie zum Kochen nutzen. So, ihr lieben Schleimiese, aber ich muss weiter. Alter, ich bin gerade übelst unter Zeitdruck wegen dieses Trunks. Man verliert sehr langsam eigentlich Leben. Nur wenn ich das so sagen darf. Okay. Shit. So, und ich darf jetzt nicht vergessen, wie man springt. Alter, ich muss jetzt schnell dorthin. Wie weit ist es denn noch? Wie war denn schon von hier aus? Also ist schon mal klar, dass ich halt Items nutzen werden muss. Das Ding ist halt, es hat halt nur 3,5 Minuten gewirkt. Ich frage mich gerade, ob ich den Ausdauertrunk trinken muss oder nicht. Das hier sieht nach einem Zwischenstopp aus. Ja. Und ich weiß, in der Theorie könnte man es auch ohne den Trunk schaffen. Ich glaube, so machen das auch die Speedrunner. Wenn man jetzt nur die Materialien frisst und so. Hier verliert man aber auch irgendwie deutlich schneller KP als am Anfang. Aber hey, da ist der Dungeon.
Sumisoke schreien. Wo sind die Eichel? Ich bin gerade unsicher, geht, dass ich wirklich nicht krepiere. Nicht, dass ich jetzt sterbe und die ganzen Buch nochmal machen muss. Und am besten noch ohne den Trunk. Oder Gericht oder what. Aber ich glaube, es gibt auch so. Ich glaube, man kann auch Sachen herstellen, so. Die keine Kapiteln dafür, aber Brandschutz für 5 Minuten oder so geben. Oder 30, ich weiß gerade nicht mehr. So, hier gibt es wahrscheinlich das vierte Upgrade. Willkommen, mein Name ist Tumisoke. Und im Namen der Göttin Hylia werde ich dich prüfen. Soll das als ja, okay, ich weiß schon, was kommt. Na, ich ging. Mein Playthrough damals vor 3 Jahren war ja ungefähr bis zu Kakariko oder Hateno oder sowas in der Art. Ich glaube, Hateno war es. Aber da ist noch ein Platz frei. Ich glaube, ich weiß aber, was es ist. Ich glaube, das müssten Fotos sein. Ja, ich glaube, es gibt irgendein Achievement dafür, alle Gegner und so und Items und so zu fotografieren. Ich kann euch schon mal sagen, ich werde das nicht machen. Das Geile bei den Säulen ist, man kann da auch hochspringen auf diese Säulen. Das sind auf jeden Fall nette Tutorial-Dungeons, ne? Ach so. Wo überlege ich da noch groß? Ach so, warte, nein. Das geht damit auch. Also ohne Scheiß ist echt ein gutes Tutorial. Schau mich um. Oder auch nicht. Fick dich. Boah, ich glaube, der kann explodieren. So, jetzt müssen wir nachschauen. Ich denke immer wieder, dass ich den Knopf gedrückt halten muss, den ist aber nicht so. Nehmen wir das erste Mal. Hier geht schon weiter, ja, nee. Nö. Es muss hier doch noch eine Truhe geben. Ich frage mich gerade, wie ich die verpassen konnte. Nein. Guck mal, was sind da. Ach so. Sag mal, wie kann ich so ein billiges Versteck nicht finden? Es gab bisher nur einen Dungeon mit 2 Truhen. Ich würde mal sagen, tschüss. Bockstock. Okay, und das war's schon mit dem Schrein. Relativ kurz. Aber hey, ich hoffe, der alte Sack gibt uns jetzt endlich den Paragleiter. Oder ich mache noch Faxen für 10 Stunden.
Jetzt nehme ich gut, dass ich L nicht gedrückt hätte. Muss ich doch die ganze Zeit, ich muss L gedrückt halten. Das denke ich bei jedem. Das denke ich beim Magneten, das denke ich bei Stasis, das denke ich hier beim Cryo, Kryo, whatever Modul. Auf jeden Fall fand ich das den der leichteste. Auch wenn der davor hatte sogar zwei von den Gegnern, ne? Du hast die Prüfung geschafft. Ja, jetzt bist du geil und so. Glückwunsch hier. Als Zeichen der Bewährung dafür, dass du die Prüfung geschafft hast. Haben wir den vierten. So, wenn er jetzt noch was will, dann spring ich runter. Hiermit sind die Dienste erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Da kommt er ja. Flex dann auch schön mit seinem Gleiter. Gib's mir jetzt. Du hast es geschafft. Du hast alle gefunden. Es ist soweit, Link. Warte, scheiße, ich hab vergessen, mir einen Namen zu geben, ne? Ah, stimmt, man kann sich keinen Namen geben. Ich bin ein Idiot. Das ist das einzige Set, in dem man das nicht kann. Zeit, dass ich die Wahrheit erfahre. Siehst du das da hinten irgendwas? Da würde ich die zwei Linien kreuzen und dort warte ich auf die. Und was ist mit dem Paragleiter, du? Hast du verstanden, wo sich die Linien kreuzen und so? Ah. Hm? Da wo ich die vier Linien kreuzen? Ich wäre dann ungefähr da. Aber ich denke, er meint eher die Zitadelle der Zeit. Aber die kreuzen sich. Ah ne, warte, das ist der Tod. Ja doch, okay, die kreuzen sich. Ja, ich würde sagen, Schrein des Lebens ist am nächsten, ne? Ich habe gerade ernsthaft gedacht, der Tod wäre einer der Dungeons gewesen. Aber hey, wir können jetzt tatsächlich das vergessene Plateau endlich verlassen. Ich wundere jetzt immer noch, dass wir keinen einzigen Krog gefunden haben. Wahrscheinlich wird safe im Internet nach der Anzahl pro Region sehen, suchen. Da steht jetzt gern Pfeile, ne? Und Alter, dieser Sprung, wie viel Energie der verbraucht. Ich hoffe echt, dass sie das ein bisschen verbessern in Breath of the Wild 2. Kann mir mal einer erklären, was das gerade war? Habt ihr gerade irgendwie abdancen war oder so? Also jetzt mal im Ernst. Aber hey, ich komme hier immerhin raus. Ne, so weit weg ist das ja von der Zitadelle der Zeit. Nicht? Ne, ist das Feuer? Ah, oder ist das nur Wasserspiegelung vom Wasser? Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn ich mir dort noch einen Fisch grabbe. Einfach aus dem Grund, dass wir Bärsprung. Da ist ein Seerosenblattring. Da versuche ich mal gleich reinzuspringen. Ihr seht hier so, das sollte beim Springen wegfallen, die Energie. Nicht ein Drittel. Rostetes Schwert. So was verrostet ist. Ich glaube, ich muss in diesen Seerosenkreis springen.
müsste doch auch so gehen. Ich habe keinen Bock, da nochmal hochzurennen. Ey, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich aber sehen? Ich bin ein Krok, so ein Waldgeist. Ja, hier, ich habe was für dich. Es gibt noch 899 von uns. Geil, einen Scheißhaufen haben wir schon. What? Wartet mal. Ausgerechnet hier am Anfangsbereich finde ich ein. Auf dem Weg zur Zitadelle der Zeit. War das in dem kleinen See da unten? Gehen wir mal in die alte Zitadelle rein. Eine antike Schraube. Gönnen wir uns. Hey, hier waren ja auch mal Gegner, oder? Geht's auch hoch? Oder ist das die wahre Zitadelle der Zeit? Und das da unten war nur so ein Vorgebäude, in dem wir schon drin waren. Waren wir in dem großen Gebäude da schon drin? Oder waren wir nur im unteren? Waren wir überhaupt im unteren? Ich glaube, wir waren gar nicht im unteren. Stimmt, hier haben wir die ersten Pfeile herbekommen. Als ob, lol. Aber die Statue glüht. Aber was will der alte Mann von uns? Warum gibt er uns nicht einfach sein scheiß Segel? Der fleckt da andauernd damit rum. Ja. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist der Begehr? Herzen oder Ausdauer? Herzen auf jeden Fall. Einen neuen Herzcontainer? Ja. Es ist nämlich so, es gibt keine Herzteile mehr, sondern es gibt nur noch so Herzcontainer, die man für 4 dieser Abzeichen bekommt oder ein bisschen mehr Ausdauer. Und es ist leider nicht möglich, volle Herzen und volle Ausdauer zu haben. Außer mit Cheats vielleicht. Obwohl, ich glaube, es gibt irgendeinen Bug, der die duplizieren kann tatsächlich. Na, es gibt irgendeinen Bug, der die duplizieren kann. Was war das? Oh, das Ding der Köttin scheint ist tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Ah, schon wieder diese Flammen. Ja bitte, ich komm doch hoch. Wetten, das war mit deinem Paragleiter da, den du uns nicht geben willst. Alter Quacksalber. Komm, irgendwie müssen wir doch da hoch. Wir könnten normal da hoch, aber ist schon ein bisschen langweilig. Gibt's da nicht eine Leiter oder so? Jetzt kommen wir da nicht hoch. Und hier vielleicht. Ich komme da hoch. Tja, was sagst du jetzt, alter Mann? Wahrscheinlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo eine Leiter gab. Aber ich bin zu cool dafür, okay? Ich brauch sowas nicht. Wo versteckst du dich? Gib mir dein Parasegel. Sofort. Jetzt raste ich hier noch aus. Was sollen die blauen Flammen? Gib mir einfach dein. Das ist noch eine Truhe.
Jetzt fühlt er sich auch noch lustig. Du hast mir doch gesagt, wo du bist. Wahre Gestalt? Bist du etwa wirklich keine junge Frau? Was ist das für ein Name? Jano Chetwini. Der hatte gesagt, er ist ein König. Und der hatte das Geld für so einen Parkleiter und hat damit rumgeflext. Das ist so eine seltene Ehre, einem König von Hyrule zu begegnen. Also wirklich in den Spielen sieht man selten den König von Hyrule. Ich weiß, Zelda war in Skyward Sword zum Beispiel noch nicht mal eine Prinzessin. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren ist. Es tut mich das, ich will auch einfach nur meinen Paragleiter. Die Verheerung Garnon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten. Was juckt mich der Dämonenkönig, ich will dein Parasegel. Ah, die Katze ist immer noch da. Mann, wie die Prinzessin wohl heißt? Mal überlegen. Ich komme gerade nicht drauf. Es liegt mir auf der Zunge, Leute. Alter. Wie war noch ihr Name? Alter. Jetzt war mir erst, wie hieß die Prinzessin noch? Mann. Link, oder? Ja doch. Wir spielen Zelda. So muss das sein, genau. Genau. So muss das gewesen sein. Oh nein. Das ist aber echt schade. Nebenbei, das Spiel hat ja Amiibo-Support, ne? Wir können ja mal nachschauen, was die verschiedenen Amiibos so bringen. Das war ja noch zu der Zeit, wo die echt für jeden Scheiß Amiibos rausgebracht haben, 2017. Mittlerweile machen die das natürlich kaum noch so. Was waren die letzten Amiibos, die nichts mit Smash zu tun hatten, die sie released hatten? Alter. War das nicht Super Mario Odyssey sogar? Das war eine Odyssey Safe. Breath of the Wild hat Amiibo. Splatoon 2 hat Amiibo. Odyssey hat Amiibo. Danach Smash Bros. Glaube ich. Ja doch, wenn dem ja nur Ports kam, Smash Bros. Ah, Zelda hieß die. Ach so, dann ist der Held Link, oder?
2019. Gab es neue Amiibo 2019, die nichts mit Smash zu tun hatten? An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Alter, wie hieß... gab es da irgendein Amiibo, die außerhalb von Smash 2019 erschienen ist? Keine Ahnung, gab es da Yoshi's Crafted World Amiibo-Figur? Ich glaube, Yoshi's Crafted World hatte eine Amiibo. Gab es nicht... mir fällt gerade das ein, 2017 gab es auch noch Mario und Luigi als Superstar-Saga. Gab es ein paar neue Amiibo, so ich glaube Goomba, Koopa, Boo. Wie willst du, wenn du mir erstmal dein Parasegel gibst, bevor du mir 10.000 Aufgaben stellst, so, ja, geh zum Turm, ja, mach einen Dungeon, ja, mach drei weitere, ja, komm, lass Hyrule retten. Junge, wie willst du, wenn du mir dein scheiß Parasegel gibst? Ach so, ich wollte so auf YOLO-Basis dorthin. Alter, jetzt gehen wir auch noch nach Russland. Ach so. Ich dachte, die Chica wären ausgestorben und dann reden die mir hier von Impa. Okay. Ja, das Parasegel. Alter, meine Stimme hat irgendwie schon, weil schon der vom Synchronsprecher nah dran, glaube ich. So, haben wir es geschafft. Ja, du kannst dann Wurschbestall klippen und so ohne Wurscht überwinden. Ja, krass. Ja, meine ganze Ruhe von roten Lederling. Und wie nutzt man das Segel jetzt? Siege Ganon, danke für den Tipp. Vielen Dank. Okay, mit X. Alter, das ist so geil. Oh mein Gott. Okay, im Osten haben sie uns gesagt. Das ist sehr krass im Osten. Aber tatsächlich in der nächsten Region. Aber Alter, ich liebe den das Parasegel jetzt schon. Mann, das macht echt das Spiel um einiges erträglicher. Sind noch Steine? Ich frage mich nur, ob wir direkt dorthin sollen. Sollen noch ein bisschen Gras gönnen? Pass auf, ich habe ein Parasegel. Aber ich sollte tatsächlich meine Waffe wechseln. Ich glaube, das verrostete Schwert hätte man sich am Anfang gönnen sollen, als es noch stark war. Jetzt mittlerweile ist es das jetzt ja nicht mehr so krass. So, auf jeden Fall will ich das Plateau heute noch verlassen. Deswegen ging es straight weg von hier. Und Alter, das Sprinten ist so langsam hier. Was haben wir denn hier? Das ist doch so ein Ort, den wir schon geradet haben, oder? Ja doch. Geronimo! So.
sind wir tatsächlich außerhalb der Zitadelle in der Zeit. Königreich Hyrule. Also dass jetzt der Rest einfach nicht zu Hyrule gehört. Hier ist ein Tor. Schien mal eine Straße gewesen zu sein. Alter, geilste Idee. Alter, wie konnten die nach so langer Zeit hier immer noch hängen? Ich meine, dass die voller Löcher sind, ist ja schon irgendwie klar. Alter. Ich kann mir nur zu gut vorstellen, wie da so ein Händler auf der Flucht war und hier ja, sein Ende gefunden hat. Und ich frage mich tatsächlich, wie die Story in Breath of the Wild 2 umgesetzt wird. Aus der helle Bade. Klingt ganz nice. Haben wir irgendwas abwerfen dafür? Den Wurstbär will ich halt noch behalten. Ich will irgendwie alles noch behalten. Sorry, helle Bade. Wäre vielleicht eine interessante Waffe, aber nein. Außer mein verrostetes Schwert geht in den nächsten 12 Minuten kaputt, weil wenn es schon verrostet heißt, ja, geht es sicher schnell kaputt. Das sind ja auch die kaputte Version der Schwerter in Fire Emblem Three Houses. Ein Reisebogen. Alter, ich gehe extra weg für den Bockbogen und was macht der? Der stellt sich vor die Truhe. Alter, das war selbst mal so ein Dorf. Ja doch, das war selbst mal so eine Stadt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das meiste von Hyrule nur noch so aussieht. Nur noch Ruinen von dem Kampf von vor 300 Jahren. Wo noch nicht mal zwingend ein Kampf. Mein Bockenherz. Ein bisschen erkunden können wir ja noch, bis der Part zu Ende ist. Ich frage mich, wo Schloss Hyrule ist, von hier aus gesehen. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir sind hier in der Nähe von Hyrule tatsächlich. Was ist das? Schön. Der auffindet. Ich habe es eigentlich den Keck zu verfehlen von 2 Metern Distanz. Eine Bockkeule. Moblinhorn. So, okay, das war's das ja schon mit dem Part. Krass. Da habe ich auch gegen den Moblin gekämpft. Das war's auf jeden Fall für diesen Part, Leute. Im nächsten gehen wir Richtung Kakariko. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.
Alter, ich sehe jetzt ist die Kamera nicht ganz richtig hin. Tschüss.